meine Lieben. Ja, ich möchte mich heute mal melden. Ich bin aus dem Krankenhaus seit dem 25.05. Und soweit geht es mir gut. Ups, Entschuldigung. Aber ich habe noch sehr, sehr dolle Schmerzen. Ich denke und hoffe, dass die auch bald vergehen. Aber ansonsten habe ich die OP gut überstanden und habe diese Woche eine Nachricht von dem behandelnden Arzt bekommen, der mich operiert hat. Und das ist eine sehr schöne Nachricht, eine gute Nachricht. Es hat keine Metastasen gegeben. Darüber bin ich sehr, sehr froh. Ja, nun zu dem Eigentlichen. Ich hatte mit der lieben Melanie auf dem Kanal Crazy Family Fun hatte ich Formen zum Abformen, so Molds zugeschickt, und die hat sie mir heute wieder zurückgeschickt mit einer Kleinigkeit, und das wollen wir uns jetzt zusammen anschauen. Den Karton habe ich schon mal aufgeschnitten. Adresse entfernt. Und ja. Upsala. Guckt ihr mal rein, wie es da drin aussieht. So sieht's aus. Da ist die Post. Und schaue ich mir dann mal an. Ach, die ist ja sehr schön. Also sie hat geschrieben, kann man ja zeigen. Vielen, vielen Dank, liebe Melanie, für die sehr schöne Karte. Gefällt mir mega. Die sieht gut aus. Vielen Dank. Ja, ich freue mich natürlich, dass du mir ein paar Kleinigkeiten mit dazu gelegt hast. Ups. Ich nehme erstmal die Formen raus. Oh Gott. Wenn ihr mögt, kann ich euch darüber auch mal ein Video machen, was ich so alles an Molds habe. Wenn ihr Interesse habt. So, Formen sind raus. Das ist alles Verpackung. Okay. Nehme ich das mal. Oh, sehr schön. Und das. Auch. Und dann mache ich mal die schöne Serviette wieder. Die behalte ich natürlich. Kann ich auch weiter gebrauchen. Zum Verpacken. So, dann tue ich die Kiste mal weg. Dann schauen wir uns die Molds durch mal dahin. Wie gesagt, wenn ihr wollt oder mögt, kann ich ein Video davon machen, was ich alles in den Jahren so gesammelt habe. So, nun kommen wir zu dem tollen Kugelschreiber. Der ist ja mal mega. Der ist ja abgefahren. Ach, da freue ich mich natürlich wieder. Der ist schön. Oder so. Ich mache ein bisschen an die Seite. Ja, der ist ja mal mega cool. Ja, da ich sehr viel schreibe, ich führe Tagebuch, da brauche ich halt jeden Tag mal einen Kugelschreiber. Dann sage ich erstmal vielen Dank dafür. Ui, was ist das denn? Oh, wie schön. Oh, die sind ja schön. Hast du die selbst gemacht, Melanie? Aber ich denke schon, ne? Eine tolle Idee. Die werde ich mir auch mal merken.
Oh, sehr schön. Ui. Ist das schön. Ui, jetzt muss ich mal an die Seite machen. Ich zeige euch die gleich nochmal. Ach, was ist die schön. Habe ich ja mal wieder eine Kette. Ich ziehe immer von der lieben Monika den Check. Den habe ich viel an, weil die mir sehr gut gefallen hat. Und die ist auch schön und schön leicht. Nur möchte ich mal gerne wissen, wo du dieses Band her hast, liebe Melanie. Sowas suche ich. Kannst du mir das bitte mal in die Mails schreiben? Da wäre ich dir sehr dankbar. Ich hatte mir welche bestellt, aber die sind leider nichts. Meine Enkeltochter, die sucht nämlich welche für ihr. Die hat so einen Anhänger von ihrem Hund, den sie eingeäschert hat. Und den möchte sie gern tragen. Da wäre ich dir sehr dankbar, wenn du mir sagen könntest, wo du dieses tolle Band her hast. So, vielen Dank dafür. So, jetzt zeige ich euch nochmal die tolle Tasche. Ah, die ist ja mega. Tolle Idee. Echt. Gefällt mir sehr gut. Das ist auch schön. Und das in Lila, meine Lieblingsfarbe. Sehr schön hast du das gemacht. Sehr toll umgesetzt. Ich gehe mal davon aus, dass du das gemacht hast, ne? Ui, was hat's denn hier? Oh, nee. Ist der süß. Der ist ja mal mega. Oh. Der ist ja süß. Schön. Ui. Ist das? Wow. Eine Uhr. Mega. Eine Scheck-Uhr. Cool. Oh. Und auch mit einem kann man sich auch den Hals hängen. Aber die ist ja mal cool. Na, kann man es richtig sehen? Ja, oh, schön. Mega. Melanie, vielen Dank dafür. Schauen wir uns noch mal diese schöne Tasche an. Oh, das ist ja wirklich eine mega Idee. Filz habe ich, könnte ich auch mal welche machen. Tolle, tolle Idee. Vielen Dank dafür. Freue ich mich ja mega. Ja, dann kommen wir zu diesem Teil. Jetzt habe ich natürlich keine Schere. Mal gucken. Ach doch, gibt's hier auch. Geschirr auf. Ich denke, es ist eine Holzkiste, so wie ich das anfühlt. Melanie. Oh, die ist ja mal mega abgefahren. Und die Farben. Oh, toll. Schaut euch das mal an. Ich freue mich nach so langer Zeit auch mal wieder ein Video drehen zu können. Ja, es ist mir leider noch nicht möglich zu basteln, weil ich habe noch so
schwere Schmerzen, bin noch eingeschränkt mit dem Arm, kann den noch nicht so richtig bewegen. Das tut immer noch alles weh, weil es ist ja noch ziemlich frisch. Aber das wird wieder. Och, noch mal so ein schöner Totenkopf. Der ist auch schön. Boah. Den einen hat ja mein Mann im Auto, der Grüne. Jetzt habe ich auch einen. Mega, mega. Melanie, schöne Sachen und eine tolle Farbe. Und die Säckchen sind immer so schön. Ich mag die gar nicht hergeben. Aber man kann ja nicht alles sammeln, ne? Oh, das ist auch schön. Der Schlüssel zum Herzen. Wunderschön. Ja, ich bin ein bisschen erkältet. Das hört man anscheinend an meiner Stimme. Ja, bei uns ist auch das Wetter ein bisschen blöd. Einmal so, einmal so. Ui, was ist das denn Feines? Ah, oh, die habe ich auch. Oh, da ist das Steinchen abgegangen. Das ist nicht schlimm, das mache ich wieder dran. Das ist hier abgegangen. Die habe ich auch, die sind sehr schön. Ach, Melanie, vielen, vielen Dank für die kleine Überraschung. Ich habe mich riesig gefreut darüber. Die Kiste, die ist ja mal mega, mega, mega schön. Mit der Katze. Ah, tolle Farben hast du da verwendet. Sehr schön hast du die gemacht. Boah, cool. Ist das Metall? Ja. Das ist ja mal abgefahren. Die kommt auf meinen Schreibtisch. Die ist abgefahren. Mega, mega schön. Ja, es wird noch eine längere Zeit dauern, bis ich wieder was basteln kann. Aber sobald ich wieder in die Gänge komme, werde ich versuchen, auch wieder was zu machen. Ich hatte ja da das letzte Video hochgeladen, bevor ich ins Krankenhaus bin. Da hat sich ja noch keiner gemeldet, der gerne da so ein kleines Mini-Album tauschen möchte. Ich werde es dann vielleicht irgendwann nochmal mit meinen anderen Sachen, was ich dann gebastelt habe, hochladen. Ja. Aber ich bin froh, dass es mir soweit gut geht nach der OP. Nur mein Blutdruck, der spielt auch total verrückt. Da war ich auch beim Arzt. Und das ist die ganze Aufregung gewesen. Und ich denke, dass das jetzt so langsam alles wieder anläuft. Und dass ich in ein paar Wochen auch wieder da sitze und bin am Basteln, wie sonst auch. Ja, meine Lieben, dann wünsche ich euch noch eine schöne Restwoche. Liebe Melanie, vielen, vielen Dank. Oh, meine Stimme, die geht weg. Vielen, vielen Dank für die tollen Sachen. Ich habe mich natürlich riesig gefreut. Und ich sage euch dann bis zum nächsten Video. Ach ja, wenn einer Interesse hat, ich kann gerne mal ein Video mit den Molds machen. Das ist kein Problem, das werde ich schaffen. Ja, dann verabschiede ich mich und sage bis zum nächsten Mal.